Es ist früher Morgen auf der Hamburger Reeperbahn, als ein Mann schwer verletzt in ein Taxi flüchtet. Als der Fahrer sieht, dass der 22-Jährige mit seiner Schusswunde kurz vor dem Verbluten ist, ruft er sofort den Rettungswagen. Noch an Ort und Stelle versucht der Notarzt, den Mann zu reanimieren. Ein Taxifahrer bemerkte den taumelnden Mann, der sich blutverschmiert über eine Straße auf dem Hamburger Kiez schleppte. Nach ersten Ermittlungen wurde der 22-jährige Ali Ö auf offener Straße angeschossen, nach einem heftigen Streit auf der Großen Freiheit, einem Vergnügungsviertel im Stadtteil St. Pauli. Der Täter, so Zeugen, soll dreimal geschossen haben und dann in Richtung Reeperbahn geflüchtet sein. Zum Täter haben wir nur bislang eine dürftige Beschreibung. Er soll Südländer sein, 1,70 bis 1,75 groß, schlank. Und trug ein gemustertes Oberhemd und eine blaue Jeans. Mehr kann leider nicht gesagt werden. Dieses Kiezlokal in der Nähe des Tatortes durchsuchten Beamte eines mobilen Einsatzkommandos der Polizei auf der Suche nach dem unbekannten Schützen. Denn der türkischstämmige Betreiber des inzwischen umbenannten Lokals wurde vor etwas mehr als einem Jahr hier angeschossen. An der Tat beteiligt Ali Ö. Mit zwei Mittätern soll er noch auf das Opfer eingetreten haben. Er hatte sich damals gestellt, bekam ein Jahr auf Bewährung. Das heutige Opfer, also dieser 22-jährige Türke, stand auch damals mit dem Schusswechsel schon in Zusammenhang. Und die Ermittler prüfen natürlich jetzt, ob die beiden Taten zusammengehören. War der Mordanschlag jetzt ein Racheakt der Familie des damaligen Opfers? Trotz Fahndung konnte der Schütze bislang nicht gefunden werden. Der starke Regen hatte die Spuren schnell verwischt. Ali Ö überlebte die Schüsse nicht. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus.